Mahlzeit, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Do-it-yourself-Selbstanbau. Ja, es geht für dieses Jahr auf jeden Fall los. Es geht weiter. Dauert zwar noch ein bisschen was. Erkläre ich euch jetzt gleich. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier so ein, ja, so ein Mini-Gewächshaus, kann man sagen. 3 Meter lang, 2 Meter hoch, 2 Meter breit. Und hier ist schon einiges drin. Also das hier unten allen voran sind Erdbeeren, das hier auf dem Tisch sind Erdbeeren, die 3 schwarzen dahinter ist Knoblauch, der längliche dahinter ist Knoblauch, dann stehen davor nochmal Erdbeeren und da tatsächlich steht eine Bananenpflanze. Klingt bescheuert, aber winterharte Banane. Ich lasse mich mal überraschen, normalerweise wachsen die ja hier gar nicht, also würde mich wundern. Hier drunter sind noch angesetzte Sachen, jede Menge Radieschen, Möhren, Zwiebeln, Kohlrabi, alles mögliche ist hier noch, Paprika, alles ist hier noch drunter. Ich habe das extra auch nochmal Vlies drüber gelegt, kann ich euch jetzt sagen warum, weil das Problem hatte ich nämlich, ich hatte Paprikapflanzen geholt, schon vorgezogen, ne? Die hatte ich eine Nacht hier drin stehen gehabt und dann waren die leider platt. So, und dann sagte man mir, im Reifeisenmarkt, das kommt vom Bodenfrost. Ja, okay, weiß ich nicht, bin ich ehrlich, weiß ich nicht. Es ist brüllend warm hier drin, ja, die Sonne scheint den ganzen Tag hier drauf und ich meine, wenn hier so brüllend warm ist, dann ist der Boden ja eigentlich normalerweise auch warm. Gut, egal, lassen wir so stehen. 4 Fenster sind offen, 1, 2, 3 und 4. Und ja, jetzt zeige ich euch noch mehr. So, hier haben wir Knoblauch. Könnt ihr schön sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal Knoblauch. Dann haben wir jetzt, da könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, hier eine Erdbeere. Aber schaut euch mal bitte diese braunen Flecken hier an. Also ich weiß nicht. Das gleiche Problem habe ich da in diesem Hochbeet. In dem Hochbeet sind auch 12 Erdbeerpflanzen. Da war das Problem, dass ich jede Menge Ameisen hatte. Das ist natürlich die Frage, macht das was oder macht das nicht? Im Normalfall sagt man, es macht nichts, weil die Ameisen fressen keine Erdbeeren, sondern die unterhöhlen das nur. Ja, ich zeige euch das mal. Gehen mal rüber. Ich habe hier wieder ein bisschen Vlies drauf gelegt. Da sind immer noch die Zwiebeln, Möhren und Kartoffeln drin. Und Kohlrabi. Ja, das gleiche haben wir hier. Hier haben wir auch nochmal Zwiebeln und Kartoffeln drin. Abgedeckt wegen den Zwiebeln. Kartoffeln kommen hier noch keine. Zeige ich euch an dem anderen Beet gleich. Ja, und hier sind dann nochmal 12 Erdbeerpflanzen. Nein, gar nicht, waren nicht ganz 12. Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10. Okay, 10 Stück sind hier nur drin. Gut, okay. Aber ich hatte insgesamt 12 Stück geholt. So, und jetzt haltet euch fest, wie die heißen. Ja, ist ganz lustig, ne? Okay, wir haben alle mal gelacht. Gut, weiter geht's. Ja, hier kann ich euch das perfekt zeigen. Passt mal auf, Zwiebeln kommen hier auf jeden Fall schon. Aber muss gucken, vorsichtig sein, wo ich jetzt hier drüber laufe. So, schaut mal hier. Das sind Kartoffeln. Hier. Hier sind Kartoffeln. Ja, da liegt noch eine Erdsaftkugel. Bescheuert, aber gut. Süß. So, dann haben wir hier Möhren. Und jede Menge Kartoffeln noch. Da ist auch noch, kommen auch noch Kartoffeln raus. Aber ich habe das jetzt alles mal so ein bisschen abgedeckt. Also ich kann euch die Zwiebeln zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich muss das einmal hochheben, dann seht ihr das vielleicht besser. Das ist ziemlich stramm gespannt. Auf jeden Fall, vielleicht seht ihr das, kommen da schon Zwiebeln raus. Ja,
Also so im Moment der Stand der Dinge, was ich euch sagen kann, zeigen kann. Habe ich noch mehr? Nö. Das war's im Moment. Mehr habe ich nicht. Ja gut, dann würde ich sagen, kleines Update. Und ja, mal schauen, was da noch gibt. Also wir kriegen ja auf jeden Fall noch mal Frost, das ist das Problem, deswegen werde ich gucken. Ich muss erst mal gucken, dass ich hier wieder runterkomme. Deswegen werde ich gucken, dass ich hier auch noch mal einiges drauf mache. Und wenn ich mich nicht alles täusche, sind das hier Kohlrabi. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, das wäre Kohlrabi. Müsste ich mal gucken. Ich habe doch, ich habe wohl noch mehr. Das steht aber alles, ist alles schon vorgezogen gekauft. Das steht alles oben im Flur, damit es ein bisschen Licht kriegt und ein bisschen Wärme. Weil ich möchte es nicht ins Gewächshaus stellen, weil dann habe ich nachher wieder das gleiche Problem wie letztens. Deswegen steht das alles oben. Da oben habe ich noch Zucchini, Mini-Möhren, was haben wir noch? Strauch, nee, Cherry-Tomaten. Was haben wir dann noch? Cherry-Tomaten, Gurke vorgezogen. Und ich glaube, ich meine, da wäre noch. Was ist da noch? Kann ich euch nicht sagen. Ich blende euch Fotos ein, dann könnt ihr selber mal gucken. Auf jeden Fall kommt hier schon einiges raus. Ihr seht das vielleicht. Ich weiß, bin mir nicht sicher, ob das hier vorne vielleicht auch schon Kartoffeln sind, aber das kann eigentlich nicht, weil die Kartoffeln gehen nur bis hier ungefähr. Das sind nur zwei Reihen Kartoffeln, der Rest ist Kohlrabi, Möhren und Zwiebeln. Zwiebeln kommen gut, Möhren habe ich jetzt gerade ja gesehen, kommen auch welche. Und deswegen, ja, Kartoffeln, bin ich erstaunt, kommen. Und die werde ich auf jeden Fall nicht abdecken. Ich werde jetzt noch versuchen, werde mal schauen, ob das funktioniert, hier so ein bisschen die Möhren, die noch was abdecken. Vielleicht hole ich mir einfach auch noch mal neues Vlies. Weil ihr seht, da kommt Luft drunter. Ich weiß nicht, ob es was bringt, ne? Deswegen schauen wir mal. Ja, würde ich sagen, schreibt mal gerne was Nettes in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, macht's gut, haut da rein. Däumchen hoch nicht vergessen. Und ja, ciao, ciao.